So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Diesmal ein komplettes Projekt, Assassin's Creed Unity. Und zwar habe ich das Ganze schon mal durchgespielt mit meinem Account und ich denke mal, ich war jetzt nicht so schlecht. Könnte besser sein, aber meine Verhältnisse. Also ich habe bisher jedes Assassin's Creed gespielt, was es so für Konsole gab. Und das ist so einer meiner Lieblingsteile. Gibt ja viele Beschwerden, ja, Bugs und bla, war am Anfang sicher so, gerade die PC-Versionen sind immer die, die so ein bisschen holprig sind. Ich spiele meistens sowieso nur für Konsole, deswegen betrifft mich das weniger. Das hier spiele ich übrigens auf der PlayStation 4 und ja, ich habe einfach mal den Account meiner Freundin genommen, weil ich meinen Speicherstand nicht unbedingt löschen wollte oder umständlich das irgendwie anders einrichten wollte. Und ja, ohne lange Vorreden, würde ich sagen, fangen wir dann jetzt an, ne? Suche nach zusätzlichen Inhalten. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte ihr Spielplatz ist. So, die Tragödie ist Jacques de Molay. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen Hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Spiel. Aufgrund der Dateigröße sind natürlich die Ladezeiten immer ein bisschen länger, aber ihr könnt es vorspulen. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Das ist
entfliehen dem Morgen nicht. Doch eilt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Hut. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, geht! Ich liebe die Geradezeit. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zum Ziel. Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Ach, die Blätter. Dann gehst du hier rein und wir lügen gleich wieder raus. Hier muss man irgendwie hoch. Ich habe das noch so einigermaßen drin. Wo kommst du? So, kannst du hier drüber drüben? Ja, ja, das ist gut. Den Nebel voll. Haltet ihn! Hier runter. Lass ihn nicht um! Man hört schon, sie kämpfen. So, den Assassinen töten. Na dann holen wir uns den mal. Hey. Komm, 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 hier. Danke, Mann. Das bin ich jetzt so ein bisschen wie beim vierten Teil. Also Black Black. Nur, naja gut. Dass ich jetzt Bahn ging, ist natürlich nicht so klasse. Komm, komm. Ach, dieser berühmte Vorführeffekt. Geil. Ja, vielleicht zum Anfang mal gefailt. Dann ist das Eis jetzt schon mal gebrochen. Wie gesagt, beim vierten Teil war es ja eh nicht bei Black Flag. Muss mir auch zum Anfang erstmal nach Assassinen verfolgen und töten. Und naja, hier sieht es jetzt ähnlich aus. Das hat so ein bisschen die Steuerung zu lernen. Die man ja theoretisch kann. Theoretisch, ihr seht ja, ich habe gerade irgendwie voll vergeigt, aber diesmal holen wir uns. Na komm, bleib stehen. Beine müssen auch noch stehen. Da hat er uns. Boah, das war jetzt hell. Aber das ekelhaft. Na warte. Und ehrlich spielen.
Und das war's auch schon mit uns. Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, Ladegensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.